Einen wunderschönen guten Tag, Freunde chinesischer Smartphone-Kunst. Ich grüße euch. Ich habe endlich mal wieder einen kleinen Artikel geschrieben. Erstmal als kleine Information vorweg. Also hier der Daniel, der hat hier am 15. hat er seinen letzten Artikel geschrieben. Der wird dann nicht mehr für meine Seite schreiben. Er bleibt hier im Team noch bestehen, weil er wird ab und zu irgendwann mal wieder sicherlich mal den einen oder anderen Artikel schreiben. Aber dieses Regelmäßige, das kommt dann leider nicht mehr. Daher werde ich halt ab und zu dann für euch verschreiben. Also immer mal in größeren Abschnitten vorbeischauen. Ansonsten auch gerne im Forum. Die beiden Giveaways sind aufgelöst von mir. Und der Gewinner hat sich noch nicht gemeldet. Waren echt viele Bewerber wieder dabei. 102 Antworten, 1400 Aufrufe. Ja, bei dem verstehe ich überhaupt gar nicht. Warum bei den Pro Lockpick Set? Warum da so wenig Teilnehmer sind? Das ist doch geil. Naja, hatten sich ja trotzdem einige eingefunden. Und Skalierungslimit, sehr kreativer Name. Skalierungslimit hat gewonnen. Das Pro Lockpick Set. Und das Gigaset, das ME, das habe ich auch aufgelöst. Durchflieger hat das Smartphone gewonnen. Also ihr beiden, Durchflieger und... Wie ist der andere? Irgendwas mit Skalieren. Irgendwas mit Skalieren. Skalierungslimit, genau. Also schickt mir bitte an moschus@ymail.com eure Adressdaten. Dann schicke ich euch dann immer das Telefon und einmal das Pro Pick Lock Set oder Lockpick Set schicke ich euch dann zu. Und wenn das dann alles abgefrühstückt ist, wird es selbstverständlich das nächste Giveaway geben. Und hier unter Forum könnt ihr im Übrigen auch einfach so miteinander ein bisschen quatschen. Ich weiß, dass hier auf der Website ansonsten im Moment nicht sehr viel passiert. Aber trotzdem könnt ihr dann im Forum entweder Fragen anderer beantworten oder ihr stellt halt an eure Fragen und immer so weiter. Weil ich habe mit meinem Hauptkanal gerade so dermaßen viel zu tun. Ich komme einfach nicht dazu, regelmäßig auch noch Artikel zu schreiben. Würde ich gern auch mal über die News, über die ich dann kein Video machen kann, weil es dann einfach zeitlich nicht passt. Oder weil es sich einfach schlichtweg hätte nicht lohnt, da jetzt extra ein Video drüber zu machen. Dafür ist die Website ja eigentlich auch da. So ein bisschen für, naja, halt die kleineren Sachen. Ich will nicht mal über alles. Ich mache bereits so viele Videos. Manchmal habe ich kleinere Themen, da würde ich dann auch gerne drüber sprechen. Aber wie gesagt, ich mache ja schon so 1 bis 3 Videos pro Tag. Und mehr soll es dann eigentlich auch nicht werden. Schön. Gearbest startet eine Verkaufsaktion zum 11.11. Das machen die jedes Jahr. Und wollte ich mal kurz darauf hinweisen, zumal das auch nicht direkt nur am 11.11. stattfindet. Das ist im Prinzip jetzt schon der Fall. Das ist, glaube ich, geht schon seit ein paar Tagen. Und da habe ich erstmal ein bisschen was rausgesucht. Alles von Xiaomi. Das ist es auch nicht durch Zufall. Also das ist so im Zeichen des Xiaomi, könnte man sagen, die gesamte Verkaufsaktion, weil die nämlich auch ein extra, wo haben wir es? Ist nicht verlinkt. Soll ich schon schnell repariert? Also findet ihr hier genau. Ein Very Best of Xiaomi. Da ist halt nur Xiaomi am Start. Ja, Smartphones, Superstars, die sind halt natürlich alle im Flash-Sale. Und ihr seht dann auch, ihr habt immer so einen kleinen Einblick, was es so alles von Xiaomi gibt. Ja, Mija, das gehört ja zum Beispiel, oder Mija gehört auch zu Xiaomi, die haben USB-Stick, die haben... Was ist das? Ein iHealth digitales Infrarot-Thermometer? Ja gut, jetzt zu den Zeiten werden natürlich Thermometer Hochsaison haben. Und Router und was weiß ich nicht alles für ein Quatsch. Entweder direkt von Xiaomi oder aus dem Xiaomi-Ökosystem, eins von beiden. Okay, hier in ihr Kopfhörer 1653. Kann schon was. Jede Menge Smartwatches. Okay, und dann gibt es noch ein Electronics-Spezial. Oder Electronics-Special, ihr seid. Und alles Mögliche. Hier ist auch wieder Xiaomi vertreten, davon abgesehen. Oder ich glaube, hier hat auch irgendwo Xiaomi gesehen. Aber hier von Huawei in ihr Kopfhörer über... Wirklich? Von Xiaomi Nagelknipser? Ich sag dir, die machen inzwischen alles Mögliche. Es ist echt so unfassbar. Das ist so unfassbar. Okay, hier also Elektronik im Allgemeinen. Alles Mögliche. Hier auch nochmal hier Kopfhörer und was ist das denn? Mini-Kamera? Okay, was ist das? Weiß ich nicht mal. Irgendwas mit Bluetooth, irgendwas mit Blauzahn und Monitore und... Aber ihr seht schon, wenn das Ding hier voll ist, dann ist es dann halt auch vorbei. Aber ich glaube, die ändern das dann auch ständig, die Angebotsseite. Das wäre sonst alles jetzt übel schnell ausverkauft. Ihr seht ja schon, das meiste ist davon eigentlich schon noch fast weg. Das habe ich dann auch geschrieben im Text, also das ist alles mal limitiert, ist ja klar, die wollen das ja nicht unendlich machen. Das läuft nach dem Prinzip, wer kommt zuerst, der malt zuerst. Und in dem Sinne habe ich euch ein bisschen was rausgesucht, das ist auch alles noch verfügbar. Hier ist Poco X3 mit 6 GB Arbeitsspeicher, 128, 231 Euro, ziemlicher Kampfpreis. Ihr müsst dann halt immer hier Priority Versand wählen. Und mit Priority Versand kommt es auch zur Frage bei euch an. Und richtig interessant ist das Xiaomi Redmi 9A in der Version 2 GB Arbeitsspeicher und 32 GB Festspeicher. Weil 76 Euro. Das war ja am Anfang so ein bisschen das Problem. Ich gesagt habe, das 9A, das lohnt sich eigentlich kaum, weil der Abstand zum 9er so gering ist. Und da war das 9A, glaube ich, auch für 100 Euro. Das kam die 100 Euro am Anfang, kam das auf den Markt. Da habe ich schon gesagt, das wartet mal ab, es kann sein, dass das später noch im Preis fällt. Und mit 76 Euro, wenn ich mich nicht irre, ist das derzeit das allergünstigste, aber aktuelle Gerät von Xiaomi.
76 Euro. Das 7 aber, glaube ich, seinerzeit mal so tief, auch so tief gefallen. Und muss man sagen, wie es ist, für 76 Euro ein Xiaomi ist schon ein gutes Angebot. Zumal ja die Akkulaufzeit waren für den Geräten ja wirklich bombastisch gewesen. Vernünftige Kamera, Xiaomi typisch, LTE mit Band 20, der Helio G25 hier als SoC und natürlich der große Pluspunkt MIUI mit der entsprechenden Update-Pflege. Das wäre halt für unter 100 Euro sich ein Smartphone sucht, aber sagt, ich will aber die regelmäßigen Updates haben, ist das hier eigentlich so ziemlich konkurrenzlos. Was die Hardware angeht, ja, die ist schon nicht schlecht, aber auf keinen Fall konkurrenzlos in dem Preisbereich. Also wenn ich denke, Duji N20, N20 Pro und so weiter. Hier das 9C mit 364, 93 Euro, auch unter 100 Euro. Hier hat man natürlich dann entsprechend den gleichen Update-Support und den G35, auch noch ein HD-Plus-Panel, aber eine Dreifachkamera. Im Gegensatz zu den 9A, ja, ist eine Einfachkamera und hier ist eine Dreifachkamera. Und das ist natürlich Xiaomi, also es ist auch eine echte Dreifachkamera. Und einen Fingerabdruckscanner haben wir jetzt auch, hat das 9A ja auch nicht. Und dabei hat es den gleichen großen Akku. Für 93,74 Euro, auch, ach, das kann man sogar noch als 232er nehmen. Überteurer. Ja, macht Sinn. Nee, macht natürlich keinen Sinn. Ja, warum die Version mit weniger Speicher teurer ist, das ist mir ein bisschen Rätsel. Und hier ist sogar versandkostenfrei, kann man auch einen Express-Versand wählen. Ich habe es auch ein bisschen verglichen so mit Amazon-Preise, also auch das Redmi Note 9, müsste man natürlich mal auf die Speicherausbaustufen achten. Das sind alles schon Top-Angebote und wie schon erwähnt mit Priority, ja, man wartet natürlich dann länger. Habt ihr ja gerade gesehen, die ungefähren Versandzeiten, aber man kann da wirklich jede Menge Geld sparen. Deshalb habe ich hier euch mal so ein paar Knaller mal rausgeschrieben. Ansonsten immer mal ein bisschen beobachten hier diese Very Best of Xiaomi-Angebotsseite. Beziehungsweise auch das Electronic Special. Also innerhalb der 7 Tage wird da einiges passieren. Und ich denke mal, ich würde vermuten, dass am 11.11. dann am meisten los sein wird. Und dann gibt es bestimmt noch wieder irgendwelche Spiele, wo man irgendein Rad drehen kann. Ich drehe ja ständig am Rad. Und dann gewinnt man auch Gutscheine und so ein Quatsch. Ich schaue da immer mal rein, weil manchmal gibt es wirklich krasse Angebote. Ich hatte ja mal so ein kleines Special gemacht vor einem Monat oder sowas, wo ich so meine besten Schnapper 2020, glaube ich, mal vorgestellt hatte. Ja, da waren schon ein paar echt fiese Sachen dabei, wo man sagt, meine Güte. Besser geht's ja wirklich nicht. Muss man halt mal so ein bisschen beobachten. Gut, das soll es eigentlich auch schon gewesen sein. Denkt an die Gewinnspiele. Wenn ihr die Gewinner seid, schreibt mir bitte und dann gibt's dann die nächsten Gewinnspiele. Danke euch fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Ciao.